Ja, da haben wir sie vor uns, die Baureihe 260 Fleischmann, ganz neu in analog und in digital und hier mit Sound. Und da gucken wir sie doch mal an, wenn wir sie aufmachen. Schön verpackt und super filigran. Anders als bei der Minitrix-Variante, die ist auch nicht so wirklich alt, aber hier sehen wir eben schön angesetzte Griffstangen, alles Mögliche ganz hübsch. Vor allem mit Licht, die erste mit Licht, die es gibt, mit LED. Und das, was uns interessiert, ist natürlich, wie fährt sie, wie langsam fährt sie an und was macht sie von Krach. Also rauf aufs Gleis und anschauen. Das ist natürlich nicht ganz korrekt. Das ist kein Standardmodell von Fleischmann, sondern unser Modell. Wir gucken uns das einmal an. Das Schöne ist, wir haben es ja hier mit Fleischmann zu tun und man kann unterschiedliche Dinge anbringen. Aber das, was der Konstrukteur hingekommen hat, ist was richtig Schönes, nämlich zwei Schrauben abschrauben. Einmal dort von unten und schon ist die Lok offen. Tja, das erfreut das Herz. Was bei Minitrix nicht klappt über Jahrzehnte, das hat Fleischmann super gelöst. Also da zerstört man eher bei Tricks die Lok. Und hier hat man sie schön offen und kann rumoperieren. Wir sehen hier zwei Lichtleiter. Auf die müsst ihr bitte später achten. Die sind nämlich einfach nur so reingelegt und reingeschoben, jeweils zu den Seiten. Und wenn ihr das Ding auf den Kopf packt oder mal so ein bisschen durch die Gegend tragt, dann fallen die gerne raus und sie sind transparent und damit auf manchem Hochflorteppich nicht mehr wiederzufinden. Also von daher packt ihr am besten gleich das Oberteil zur Seite und könnt, das geht, obwohl es ein Lichtleiter ist, ein bisschen die Lichtleiter fixieren. Normalerweise muss man den nicht rausnehmen und ersetzen, sondern wenn man das Ding einmal drin hat, dann sollte es passen. Also ich fixiere die dann gerne. Und das Oberteil kommt zur Seite, damit es nicht irgendwie noch einen Schaden kriegt, wenn ihr am Rest rumoperiert. Gucken wir uns das Innenleben an. Achtung, hier wirklich sehr filigrane Seitengriffe. Das hier vorne ist immer so reingeklipst. Wenn man da vorne ein bisschen anfasst, ups, dann geht das gleich wieder raus. Dann habt ihr mit dem Lichtleiter da Probleme. Also anfassen eher Mitte und nicht natürlich unten bei den Rädern. Treibachsen und so weiter. Jetzt haben wir den Motor schon rausgenommen. Das ist relativ unkompliziert. N20 Motor mit Schnecke drauf. Die Schnecke zieht ihr ab, den Motor nehmt ihr weg. Und hier an beiden Seiten ist der, also man sieht es nicht ganz hier hinter und hier vorne ist der Motor festgelötet, also weg damit. Hier oben sitzt eine Platine drauf, beziehungsweise Decoder drauf mit so einem kleinen Schutz. Organisiere ich das noch mal eben fix zum Gucken. Also das ist so der Schutz, der hier oben drauf sitzt. Habe ich jetzt mal abgenommen. Bei der DCC-Version habt ihr einen Decoder. Das ist so ein kleiner quadratischer, den nehmt ihr weg. Und bei der analogen Version fehlt die Decoder-Funktion natürlich. Da habt ihr einfach nur die Schaltung. So, hier haben wir die LED auf der anderen Seite genauso, die nach vorne dann oben geht
Und nach unten, das sieht man jetzt nicht in der Platine, hier sind die LEDs für die unteren beiden Leuchten. Was wichtig ist, solltet ihr das, wenn ihr das entlötet habt, vergessen haben, wir haben in Fahrtrichtung hier lange Nase der Lok, haben wir nach hinten Plus und nach vorne hier haben wir Minus. Wieder hinten Plus, vorne Minus. Wenn ihr nachher den Decoder hier oben drauf packt, dann ist es wichtig, dass ihr einmal an Plus geht mit dem Decoder und Plus aber auch dann zur anderen Seite zieht. Also ihr braucht einmal hier eine Doppelverbindung und dann Plus hier. Und hier gibt es dann eben Licht vorne, Licht hinten. Für die LED, die Widerstände hier sind bereits drauf. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Kern. Wir wollen das Ding hier mit Sound haben. Also wie kriegen wir den Sound hin? Den Motor haben wir rausgenommen, sehen wir logischerweise. Und hier sehen wir den Glockenankermotor und hier sehen wir den Soundmotorblock, den ihr genauso geliefert bekommt. Allerdings müsst ihr den Glockenankermotor dann rückwärts reinschieben. Der passt genau mit den beiden Litzen, so dass er vorne einen Anschlag hat und hinten die Litzen genau reinpassen. Vorne Adapterhülse drauf und dann kommt die Schnecke drauf und es passt quasi exakt rein. Hier hinten seht ihr den Lautsprecher. Im Normalfall ist der bei euch schon dran. Hier sind die Litzen so weit abgelötet bzw. abgeschnibbelt, dass wir vom Decoder nachher von den Litzen hier rangehen können. Also die Lautsprecherlitzen, die sind ein bisschen unflexibel, das heißt, das ist dann wirklich auf ein Minimum reduziert. Auch hier bei den Litzen mache ich das in der Regel so beim Glockenankermotor, dass ich hier wirklich bis zum Ende kappe und dann die etwas flexibleren Nanolitze nehme oder vom Decoder, um hier besser hinzukommen im Innenraum, weil nicht so viel Platz ist. Wenn ihr das Ding geliefert bekommt und den Glockenankermotor eingebaut, ja, dann ist die Frage, was macht ihr, wie klipst ihr den ein? Hier unten seht ihr so ein bisschen was Gelbes noch und hier ist zweimal schwarz. Das zweimal schwarz kommt von der Lok, das ist Kunststoff und dazwischen ist ein Stück frei. Also der Soundmotorblock, der sitzt hier in der Mitte und hinten auf. Und wenn ihr an dieser Stelle, so genau da, wo der Schraubendreher jetzt nach unten zeigt, wenn ihr da dann leicht drauf drückt, ja, jetzt nicht, jetzt bleibt natürlich der vom Magneten hängen, dann knipst der ein. Also der Soundmotorblock braucht nicht geklebt werden, da macht ihr nichts kaputt, sondern ihr klipst den ein und der bleibt dann auch da an der Stelle. Wesentlich sind hier die beiden Stromabnehmerfedern zu beiden Seiten, die bündig mit dem Kunststoff laufen. So, der Soundmotorblock passt auf einen halben Millimeter genau in die Mitte. Passt bitte darauf auf, dass ihr nicht die Federn links oder rechts, also eine davon, einklemmt, indem ihr zu weit nach oben oder nach unten hier geht zur Seite, sondern wirklich genau die Mitte nehmt. Also grob anpassen, hier und hier einmal gucken, ob die Feder schön zur Seite ist und der Motorblock in der Mitte sitzt und dann knicks mit dem Finger drauf und einknacken. Ihr könnt den noch ein bisschen verschieben, wenn er drin ist. Der geht nicht wieder raus, aber ein bisschen verschieben, um einen halben Millimeter kriegt ihr hin. Also von daher nicht schlimm, wenn das nicht ganz sitzt, wenn ihr das einklipst. Aber ihr seht schon, ihr müsst eigentlich nicht viel machen. Ja, also es kann nicht viel schief gehen, ihr kriegt das alles hin. Ich vertraue euch da, dann habt ihr schön die Technik hier mit dem Getriebe und allem von der Fleischmann-Lok als Basis fertig. Und das Einzige, was ihr machen müsst, ist nachher, wenn der Decoder hier drauf kommt, dass ihr die Litzen vernünftig legt, sodass hier nichts eingeklemmt wird. Also immer schön die Seiten lang nehmen. Und hier hinten zum Lautsprecher. Also ihr habt nach hinten noch 1,5 mm. Das reicht, ja, um da auch noch eine kleine Litze hier hinten rumzulegen. Und wesentlich ist auch noch, wenn ihr den Decoder hier gleich oben drauf packt, dass ihr hier einmal mit TESAFM abklebt. Ja, das reicht, sodass ihr hier keine metallische Berührung habt oder nicht Lautsprecher plötzlich mit Glockenanker und so weiter über den Decoder verbunden werden. Also ihr müsst hier einmal wirklich den Decoderraum oben abkleben. Da reicht auch hier die Mitte. Hier hinten ist ja nur noch Kunststoff. Ja, aber bitte auch bis zum Lautsprecher, dass da nicht irgendein Strom
irgendwo leitend am Decoder einen Schaden verursachen kann. Das Schöne ist, dass da oben immer noch beim Führerhaus der Durchblick frei bleibt. Also man sieht alles schön oben noch, weil die ganze Technik hier unten eingebaut ist. Der Lautsprecher ist super dafür mit dem Schallraum. Der Schallraum geht nicht nur hier nach vorne, sondern er geht auch noch nach unten. Das heißt, unter dem Glockenanker ist noch Resonanzboden und geht bis nach unten zur Übertragung hier aufs Fahrwerkchassis. Das ist also insgesamt ein schöner Sound, wie wir auch gehört haben. Und die Lok fährt super und hat als einzige eben hier auch die LED-Beleuchtung, was in der Tat im Verhältnis zu den anderen angebotenen 260, 261 schon sehr schick ist, weil das gab es vorher in der Tat noch nicht. Also, ich drücke euch den Daumen, ja, zum Umbauen lohnt sich auf jeden Fall. Die Dinger sind ja wirklich auf dem Markt und wenn man das Ding schon hat und schon Geld ausgegeben hat, dann denke ich, ist das eine schöne Geschichte, wenn man das dann auch mit Sound machen kann. Also, viel Erfolg, viel Spaß und ran an den Umbau.